Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben den 9. April. Es ist 17.30 Uhr, der DAX tickert noch, zumindest der Xetra-DAX, aber wir können ja schon mal anfangen. Also ich finde es extrem ermüdend, was sich hier so in den letzten Tagen abgespielt hat, bis halt auf diesen Dienstag. Aber entweder man war da dabei, konnte sich freuen, aber während des Tages fand ich das sehr schwierig oder wie gesagt mühsam. Das Schwierige an diesem Markt ist, wir machen da ein neues High, fangen oben an und dann während des Tages verlieren wir nur. Hier, schwarze Kerze, schwarze Kerze, schwarze Kerze. Heute, wenn das so bleibt, haben wir das erste Mal eine einigermaßen, also bei mir sind es der weiße Kerz, ich bin der farbenblind, haben wir mal einen etwas positiveren Tagesablauf gehabt. Aber das ist es halt, weil das sie so schwierig macht. Wir machen eine fette Bewegung, begleitet von endlos vielen Gaps. Wir haben hier die 14.621, dann haben wir hier die 14.817, hier kommt dann noch eine 15.008 ist noch dabei und eine 15.107, jeweils auf Xetra gesprochen. Also das ist löchrig wie ein Käse. Das ist kein stabiles, wirklich stabiles Fundament. Ärgerlich finde ich, dass die Aktien bewegen sich momentan nur in die eine oder andere Richtung, wenn irgendeine Empfehlung nach oben oder unten ausgesprochen wurde. Ansonsten auch hier, also ich sehe keine frischen Käufer. Ich sehe es nicht. Ja, vielleicht bin ich dazu blind mittlerweile, aber ich sehe da keine. Wie dem auch sei, beide Bänder gehen hoch, ist noch positiv, gleitende Durchschnitte positiv. Wir sind in der Nähe des All-Time-Highs auch positiv. Ich kann hieraus jetzt nichts Negatives ableiten. Wir haben ein Verkaufssignal über das MACD, das muss aber kommen, weil in dem Moment, in dem wir eine Seitwärtsphase machen, gehen diese beiden Linien hier zusammen. Und das hier unten ist ja nichts anderes als die optische Zurschaustellung von diesem Unterschied hier, je nachdem zwischen diesen beiden Linien. Und die gehen natürlich weiter zusammen, weil die kürzere zur Seite neigt, während die ältere oder längere dann noch ein bisschen weiter steigt. Also das ist kein vertrauensseliges Verkaufssignal hier. Wir sind nach wie vor in dem Oszillator überkauft. Es gibt auch hier kein frisches, neues Signal. Dieser Markt hat für mich eine 50-50 Chance. Er wird für mich erst dann positiv, wenn wir das Xetra hoch, das war bei 15.311, mit mindestens einer Stundenkerze überbieten. Also nicht nur mal kurz dran geluckt und so und dran geschaut, dran geschnüffelt, vielleicht mit 15.312, ein Punkt drüber, sondern das muss schon deutlicher sein. Wenigstens 30 Punkte und es muss mindestens eine Stundenkerze sein. Dann würde ich sagen, okay, ziehen wir nochmal weiter hoch und dann hätte ich als nächstes Ziel den Bereich zwischen 15.500 und 15.550. Das kann er relativ schnell dann erreichen. Wirklich negativ wird es erst hier. Das ist diesen Hammer, den wir neulich an der 20-Tage-Linie hatten. Da sind wir also weit weg. Ich mache mal hier das Fadenkreuz rein. Da reden wir nämlich von einem Punkt von 14.416. Ich kann auch nicht so weit weg einen Schein suchen. Das ist mir einfach zu weit weg. Der hat ja 800 Punkte Platz. Also das mache ich nicht. Den Schein, den ich euch nenne, und der ist für den Fall gedacht, dass wir wirklich mit Stundenkerze hier drüber gehen, über diese 15.311, ist einer, der unter der 20-Tage-Linie liegt, unter dieser hier. Und da gehe ich sogar noch ein bisschen weiter runter, um mir ein bisschen Puffer zu besorgen. Und das ist dieser Schein hier, 14.698,61. Der dürfte am Montag schon an der 14.700 kratzen. Mal gucken, da verändert sich ja die Basis. Es ist im Moment ein 29er Hebel, das ist keine kleine Option. Es ist ein unlimitierter Schein mit der Kennnummer GH3XYH. Und wenn ich jetzt mal auf den Put gucke, wie gesagt, ich bin der Meinung, wir können durchaus auch nochmal eine 15.500 sehen, in so einem kleinen Durchdreher. Alles möglich, muss ich auch weiter weggehen. Da habe ich mir den hier ausgesucht, 15.752, ich runde leicht. Ebenfalls ein 28er Hebel. Und das ist die GH0 G4B, wie Bertha. Gustav Heinrich 0, Gustav 4, Bertha. Letzterer, sprich der Put, den kann ich aber eigentlich erst dann einsetzen, wenn wir mindestens die 10-Tage-Linie unterboten haben. Mir gefallen diese ganzen Gaps hier nicht. Gaps sind dafür da, dass sie mal geschlossen werden. Die Frage ist immer nur, wann und von welchem Level. Aber das sind einfach zu viele aneinandergereiht. Das gefällt mir nicht, das ist aber auch das Einzige. Im Moment hat der Markt, finde ich, eine 55-45 Chance. Mir ist es zu wenig, um da aktiv mit dabei zu sein. Ich brauche klare Signale und ich habe keins. Ich hoffe, da kommen welche am Montag. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.